Kann ich im Jahr 2022 mit 63 in Rente gehen, wenn ich vorher arbeitslos war? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Was tun, wenn Sie die 35 Jahre vor Beginn der Arbeitslosigkeit noch nicht erreicht haben? Zählen 24 Kalendermonate, die Sie als ALG-1-Bezieher maximal erreichen können, dann auch auf die Wartezeit der 35 Jahre dazu? Oder nicht? Viele Informationen kursieren zum Thema Rente mit 63 oder ab 63 im Internet oder auch in den Tagesthemen. Gibt es denn überhaupt eine Rente mit 63? Was ist damit eigentlich gemeint und wie ist die allgemeine Rechtslage? Zählen die 24 Kalendermonate ALG-1-Bezug vor Rentenbeginn mit dazu oder nicht? Als allererstes gucken wir uns das mal im Gesetz an. Und die erste Frage, die ich hier gestellt habe, war ja die Frage, gibt es denn überhaupt eine Altersrente, die heißt Rente mit 63? Und jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Wir haben im SGB VI aktuell, ich sage es jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, 4 gängige Altersrentenarten. Ich spreche jetzt nicht von der Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute. Da können Sie mir bitte glauben, in den Statistiken, die kommt vielleicht im Jahr 10-mal vor. Wir reden hier von der Regelaltersrente im § 35 SGB VI, von der Altersrente für langjährig Versicherte, von der Altersrente für schwerbehinderte Menschen und von der Altersrente für besonders langjährig Versicherte im § 38 SGB VI geregelt. Und das sind die 4 gängigen Altersrentenarten, die wir im Gesetz kennen. Also hier steht nichts von Altersrente mit 63 oder ab 63. Und als nächstes gucken wir uns einfach mal an, welche Optionen haben wir denn eigentlich für einen vorgezogenen Altersrentenbeginn? Hier oben im § 35 gibt es die Regelaltersrente. Das wird auch gerne bezeichnet als reguläre Rente. Das ist die Rente, mit der wir ab dem Geburtsjahrgang 1964 mit 67 Jahren in Rente gehen können. Die meine ich nicht, sondern wir haben praktisch 3 Altersrentenarten, wo wir vor der Regelaltersrente in Rente gehen können. Das ist einmal die für langjährig Versicherte, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen und auch die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und das Kernproblem bei unserem Beispiel war ja die Frage, kann ich mit 63 Jahren in Rente gehen, wenn ich vorher 2 Jahre oder wie auch immer Jahre oder Monate, Kalendermonate arbeitslos gewesen bin. Und eine Rente mit 63, die kann ich erreichen mit der Altersrente für langjährig Versicherte. Und die Altersrente für langjährig Versicherte, die ist im § 36 SGB VI geregelt. Und da steht einfach drin, wenn Sie das 67. Lebensjahr vollendet haben, 35 Jahre Wartezeit erreicht haben, können Sie in Rente gehen. Und was ganz wichtig ist, die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Rente ist mit dem 63. Lebensjahr möglich. Also hier steht's. Das ist der Rentenbeginn, Vollendung 63. Lebensjahr. Und jetzt haben wir hier diesen ominösen Begriff Wartezeit von 35 Jahren. Und uns interessieren, was für Zeiten werden denn auf die 35 Jahre angerechnet? § 51 Absatz 3. Auf die Wartezeit von 35 Jahren werden alle Kalendermonate mit rentenrechtlichen Zeiten angerechnet. Super, oder? Wenn man das jetzt so liest, sagt man, das ist ja klasse. Und diese Vorschrift sagt uns, dass de facto auf die Wartezeit der 35 Jahre alle rentenrechtlichen Zeiten, die auch als solche anerkannt werden, auf die Wartezeit der 35 Jahre angerechnet werden. Dazu zählt Arbeitslosengeld 1, Hartz 4, Arbeitslosenhilfe, Anrechnungszeiten, Zurechnungszeiten, Beitragszeiten, Kindererziehungszeiten, Wehrdienstzeiten, Zeiten des Bezugs von Sozialleistungen, wie zum Beispiel Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztenkrankengeld und. Und all dieses zählt mit dazu. Das heißt also, wenn Sie dieses Jahr, im Jahr 2022, arbeitslos werden und die Altersrente für langjährig Versicherte anstreben, müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen, denn die Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1 vor Beginn dieser Rente zählen grundsätzlich mit zur Wartezeit 35 Jahre. Damit ist klar, dass ALG 1 Bezug
bei der Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren Wartezeit voll mit dazu. Hier gibt es im Gesetz keine Einschränkungen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.